Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Arena Battle 3. Ja, und wir können heute einem weiteren Aufsteiger, beziehungsweise einem Aufsteiger, den wir schon gesehen haben, weiterhin zuschauen. Und zwar dem guten alten Yashi. Und der hat bisher zweimal gekämpft und hat sich da auch direkt zwei Orden geholt. Ist also aktuell noch ungeschlagen und heute soll es für ihn gegen René gehen. René mit dem üblichen Team, mit den üblichen Kandidaten dabei. Ob sich da mal was ändert oder nicht, ich habe keine Ahnung. Reden wir nicht weiter drüber. Yashi bringt hier interessante Pokémon mit, die größtenteils, sage ich jetzt einfach mal, durchaus einen Vorteil gegenüber den Psychomons haben. Wir haben hier Sichlor mit dem Käfertypen, wir haben Pandagro mit dem Unlichttypen und wir haben Gengar mit dem Geisttypen. Theoretisch hat hier auch Portrott natürlich den Käfertypen, aber mal schauen, ob das offensiv sein wird. Und wenn ja, ob das überhaupt irgendeine Käferattacke kann, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Dann sehen wir noch ein Porygon 2 und wir sehen auch einen Kommandutan. Also auch da wird für René gar nicht mal so leicht dran vorbeizukommen, ne? Kommandutan mit dem eigenen Psychotyp resistet das ja, das ganze Späßlein, die ganzen Stabs von René. Und Porygon 2 ist halt Porygon 2, ne? Kennt man, denke ich, heutzutage ganz gut. Allerdings hat ihr hier zwei Pokémon mit dabei, die theoretisch einen Evoli tragen könnte. Ich bin mir sehr sicher, Porygon 2 wird ihn tragen und Sichlor wird dann einfach Walband oder sowas in die Richtung sein und mit den Kehrtwänden von Anfang an unfassbar viel Damage machen. Das wäre so meine Vermutung. Wir springen aber mal rein, gucken, ob meine Vermutung auch tatsächlich die richtige Vorhersage für den heutigen Kampf ist. Und von daher, auf geht's! Pokémon-Trainer Yashi fordert dich heraus. Und ja, bei René lief es aktuell eigentlich nicht schlecht, oder? Also, ja, es geht. So wie immer halt. Durchwachsen, ne? Mal Siege, mal Niederlagen. So, wie man es von René eigentlich in diesem AB gewohnt ist. So, Bruder muss los, geht gegen Sichlor erstmal raus. Und da musst du jetzt schon mal was finden, was du reinwerfen kannst. Noctu sollte ganz okay sein. Sollte zumindest in der Lage sein, hier die Käferattacken zu überleben. Oder gut wegstecken zu können. Und wir sehen, ja, Noctu ist dagegen erstmal ganz gut aufgestellt. Allerdings, wenn Yashi das jetzt beim nächsten Mal predikten sollte, dass da eben Noctu der Switchen ist, was ja auch von vornherein im Prinzip klar war, dann, ja, könnte er das predikten. René scheint jetzt hier aber auch einen Switch-Out predicted zu haben und geht in sein Jiraiya rein und steht Caesar damit gegenüber. Ja, eine Kehrtwende sollte soliden Schaden machen, dadurch, dass es sehr effektiv ist. Und wie gesagt, Kommandutan ist ein Mon, was zumindest die ganzen Psycho-Stabs abwehren kann. Und da schon mal so ein bisschen Chip drauf zu kriegen, ist, glaube ich, gar nicht mal schlecht. Mangekyo kommt erstaunlicherweise wieder rein und wir sehen den Bizarro-Raum. Hatte Yashi da sonderlich viel, mit dem er da was anfangen konnte? Ich bin mir nicht sicher. Caesar trägt auf jeden Fall hier die Überreste, kann sich damit schon mal so ein bisschen hochhalten und geht jetzt direkt auch in einen Mon rein. Und das ist Windows 98. Ah, okay, ja, Porygon. Porygon ist relativ slow. Porygon holt sich mit Fährte jetzt auch erstmal die Aufwertung. Ob er die brauchen wird, würde ich jetzt erstmal skeptisch betrachten. Ich würde sagen, nö. Oder hat René irgendwie was? Hat René einen Stahl- oder Gesteins-Pokémon oder so, dass die Triplette dann immer neutral, zumindest neutral trifft? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, jetzt kommt Jiraiya rein, das ist Jirachi und dieses Porygon müsste ja theoretisch mal was machen. Und hier, ja, gegen Jiraiya bringt das sogar eine ganze Menge. Holy shit, das war ein Crit und durch Aufwertung natürlich auch nochmal geboostet, aber holy macaroni. Wir sehen den Spukball, macht er mehr Damage, der macht ungefähr genauso viel wie so ein Crit. Oh, und Jirachi hat auch den Bizarro-Raum und dreht das ganze Spielchen jetzt erst einmal um, ist aber jetzt eben auch schon super, super, super hart angeschlagen. Und René hat im Prinzip 25% aktuell raufbekommen auf Kommandutan. Und das war es im Prinzip auch schon. Aber Porygon holt hier den Bizarro-Raum erneut raus und das gibt Jirachi wieder die Möglichkeit, einen Wunschtraum aufzusetzen. Ich glaube nicht, dass Jiraiya jetzt hier drin bleiben wird, weil dann wird es einfach besiegt werden und der Wunschtraum würde ins Leere gehen. Von daher kommt die Auswechslung, und das in Mega-Meditalis, was riskant ist. Weil sowohl Para als auch Freeze als auch Burn, alle drei Möglichkeiten wären jetzt nicht so geil. Deswegen weiß ich nicht, ob ich den Switch tatsächlich gemacht hätte. Und jetzt hat man da halt ein geburntes Mega-Meditalis, dessen Turmkick immer noch reinhauen wird. Also gerade gegen Porygon, wo es sehr effektiv ist. Aber ja, ich weiß gar nicht, ob ein Spukball killen. Nee, ein Spukball killt glaube ich auch nicht, ne? Ich denke, das sollte Mega-Meditalis auch gerade so noch wegstecken können. Ja, und wenn es jetzt den Turmkick trifft, dann sollte das ganz okay einen Schaden machen. Aber scheinbar hat René mit der Auswechslung gerechnet. Geht hier nur für den Sendkopfstoß. Und wir sehen, der macht nie sonderlich viel. Ja. Und von daher,
schwierig, schwierig. So ein Tomekick wäre da schon die bessere Option gewesen. Von daher, das ist alles hier nicht so ganz aufgegangen mit Mega Meditalis dieses Mal. Wir haben ja schon in den letzten Kämpfen gesehen, dass es schon mal gut funktioniert hat, aber ja, jetzt gerade zumindest eher weniger. So, Porygon geht hier weiter für die Triplette und im Prinzip braucht es momentan nicht viel mehr als Porygon. Und jetzt kommt hier erneut ein Burn, das heißt nochmal konstanter Schaden gegen Noctu. Ah, und mit Noctu kannst du nicht versuchen, Porygon 2 zu breaken. Es sei denn natürlich, dieses Porygon hat nichts, hat keine Genesung mit drauf. Kann ja sein. Kann ja möglich sein, aber Hypersprintangriff macht jetzt halt 50% oder so. Ja. Ja. Und wenn Porygon Genesung hat, dann kann es nicht gegen einen. Aber der Bizarro-Raum endet jetzt. Ah, und Noctu hält sich hoch. Aber das ist doch dann. Das ist doch dann nicht klug, oder? Weil man hätte doch. Aber es kommt nochmal der Bizarro-Raum. Ja gut, das macht natürlich Sinn, weil du bist eh langsamer, kannst den Bizarro-Raum noch rausbringen. Entweder du stirbst oder du überlebst und kannst dich jetzt heilen, indem du jetzt schneller bist. Vielleicht hat er aber keine Genesung. Und es scheint so, als hätte dieses Porygon keine Genesung mit drauf. Dann okay, dann ist das okay. Aber ich weiß nicht, ob man das schon erkennen konnte, dass es keine Genesung hat. Ich denke, Hyperstrahl wäre jetzt einfach das Beste gewesen, was er machen hätte können. Klar, irgendwas wäre von Free reingekommen. Holy shit, macht das guten Schaden gegen Porygon. Aber wieder Crit, wieder Aufwertung. Hatten wir ja heute schon mal. Bloß auf der anderen Seite. Ja, und jetzt sehen wir Krafttrick. Das heißt, Porygon invertiert erst einmal seine Werte. Und im Bizarro-Raum ist das Ding jetzt natürlich ziemlich, ziemlich schnell. Und ich glaube, ich vermute einfach mal, dass ich das jetzt einen Kill holen könnte. Man könnte nochmal auf Jirachi... rauswechseln. Es kommt der Steinhagel und er misst. Und René heilt sich wieder nur hoch. Endet der Bizarro-Raum jetzt? Nee. Dann weiß ich nicht, ob das jetzt gerade der Play war. Aber vielleicht war es der Play, denn jetzt geht er raus, geht in Jiraiya... Und ja gut, das ist halt schon so angeschlagen. Wenn der Steinhagel trifft, dann wird er auch töten, weil Porygon ja gerade den Angriffswert hat, den es normalerweise in der Verteidigung hat. Und die Verteidigungswerte, die machst du so einem Potrot nicht allzu schnell nach. Ich glaube, ich habe gerade Porygon gesagt. Falls ja, es tut mir sehr leid. Ich meine natürlich Potrot. So, Ruder muss los, kommt jetzt rein. Ist der Bizarro-Raum mittlerweile weg? Scheinbar ja, denn wir sehen die Kaskade und wir sehen die Macht. 50%. Und das ist, ja, ja, gut, klar, jetzt sind die, jetzt, es hat ja auch die Angriffswerte jetzt als Verteidigungswerte, die sind ja auch getauscht, geswappt worden und natürlich reicht dann hier die Kaskade von Bruder muss los aus. Bisher noch, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, ein ausgeglichenes Spiel, aber René kann sich zumindest einigermaßen halten, wobei jetzt nach und nach auch die einzelnen Kandidaten wegknacksen, so wie jetzt eben dieses, Mega-Meditalis. Vielleicht kann René jetzt aber was richtig Gutes reinbringen. Recipro kommt rein. Das ist Deoxys. Und Deoxys, stand zuletzt in den Kommentaren, hat bei René noch nie sonderlich viel gerissen. Mal sehen, ob sich das jetzt heute ändern wird. Gengar switcht raus und es kommt die Verfolgung. Das war predicted. Killt halt leider nicht, was sehr, sehr schade ist. Aber zumindest ist Gengar jetzt schon mal sehr, 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 sehr hart angeschlagen. Okay, jetzt kommt Caesar rein. Das ist das Kommandutan. Ich bin mir nicht sicher, ob Kommandutan einen Move kann, mit dem man Deoxys rausnehmen kann. Vielleicht kann Deoxys also drinbleiben und nochmal Druck machen. Switcht aber erstmal raus und geht in Bruder muss los. Vielleicht will Bruder muss los jetzt zu langsam mit dem Walzer loslegen oder so. But I don't know. Gerade wenn der Bizarro-Raum da ist und so, dann kannst du natürlich Starmie outspeeden. Ja, und jetzt wird es auf jeden Fall schwierig. Weil den Bizarro-Raum bekommt René erstmal eine Weile nicht mehr weg. Und Yashi hat, glaube ich, noch gute Optionen, mit denen er den Bizarro-Raum ausnutzen kann. Auch wenn ich mich selbst an nichts mehr erinnere, aber Pandago, ja, würde ich jetzt einfach mal behaupten, gehört schon zu Pokémon dazu, die super, super hart Druck machen können. Kaskade macht 50%, aber Pandago ist halt aktuell schneller und von daher muss René jetzt irgendwie gucken, okay, wie kriege ich diesen Bizarro-Raum rum? Wie kriege ich den irgendwie rum? Wir sehen den Abschlag, wir sehen auch, oder wir wissen auch, dass man Gekio einen Setstein hat, von daher kann er den Abschlag zumindest mal überleben und damit zwei weitere Runden vom Bizarro-Raum raushandeln. Das war es jetzt aber auch mit Mangekyo, hat aber grundsätzlich einen sehr soliden Job gemacht, hat sich lange gehalten, was eben auch wichtig war, um die Bizarro-Räume down zu bekommen und jetzt kommt hier Captain Buggy rein. Captain Buggy wird aber vermutlich einfach sterben, wird hier geopfert werden, es sei denn, er hat einen Fokus-Code oder so, aber ich meine, den hatte er nicht. Den hat er. Okay, den hat er. Dann dürfte jetzt ein Zauberschein kommen und das sollte es dann mit Pandago gewesen sein.
Das Duell nimmt jetzt hier an der Stelle erstaunlich viel Fahrt auf. Jetzt ist so der Moment gekommen, wo, glaube ich, eins nach dem anderen auf beiden Seiten wegknacksen wird. Und mal sehen, wer am Ende als Sieger dastehen wird. Poltergeist kommt rein und Poltergeist wird jetzt sehr, sehr wahrscheinlich Pantymos erstmal aus dem Spiel nehmen. Und dann kommt Deoxys rein. Das Ding ist nur, dass Gengar eventuell auch Wahlschal sein könnte. Und wenn es Wahlschal ist, dann ist es eben schneller als Deoxys. Nehme ich zumindest einfach mal an. Und dann könnte der Spukball jetzt einfach killen. Und das wäre es mit Deoxys gewesen, weil ein Spukball von einem Gengar überlebt er nicht. Wer ist schneller von beiden? Gengar schneller. Hier ist Wahlschal, da kommt der Spukball. Das war's. Ziemlich sicher mit Deoxys. Und dann bleibt welches Mon noch übrig? Ich weiß es nicht. Bruder muss los. Starmie, okay. Starmie ist immerhin wieder Last Man auf dem Feld, also auf Renés Seite. Aber das war's dann. Gehe ich jetzt mal davon aus, dass Starmie das mit 135 KP nicht tanken wird, weil es eher komplett offensiv investiert ist. Und so ist es. Starmie fällt um und damit gewinnt Yershi. Ja, man muss natürlich direkt vorweg sagen, das war für den René schon ein hartes Team. Sichlor haben wir gar nicht so krass gesehen, aber Pandago im Bizarro-Raum, Gengar mit Wahlschal, die waren schon gefährlich. Aber auch Porygon hat eine ganze Menge gerissen und das schien zumindest kein Genesungs-Porygon zu sein. Ich weiß es nicht. Zumindest kam sie nicht an Stellen, wo sie hätte kommen können. Portrott ist natürlich immer eine coole Sache. Hat hier nicht unendlich viel gemacht, glaube ich, ne? Aber zumindest einen Kill geholt, right? Und Jirachi hat es getötet. Und war dann war, glaube ich, der Bizarro-Raum schon vorbei und Starmie hat Portrott rausgenommen. Also das hat René, oder René hat generell viele Gefahren ganz gut handeln können, finde ich. Und hat weder gegen ein bestimmtes Pokémon verloren, noch irgendwie die Bizarro-Räume zu lange auf dem Feld gelassen und. Das hat er eigentlich grundsätzlich gut gemacht. Vielleicht hätte man sich Jirachi etwas länger aufheben können. Vielleicht war da auch nicht der Play, den Bizarro-Raum einfach zu invertieren, weil der ja eh in 2-3 Zügen vorbei gewesen wäre und so konnte Porygon nochmal 9 aufsetzen, wenn es Porygon war. Ich glaube ja. Also das sind so Sachen, so Kleinigkeiten, die er hier vielleicht hätte anders machen können. Aber insgesamt hat sich René eine ganze Weile gegen Yershis doch recht starkes Team behaupten können. Und von daher GG an René. GG aber natürlich auch an Yershi. Und damit Glückwunsch zum Gewinn des Schicksalsorden. Orden Nummer 3 im dritten Match. Mal sehen, ob es so weitergehen wird. Und das sehen wir auch schon in diesem Match. Und hier versucht er es gegen Blocky mit seinem neuen Pflanzenteam, glaube ich, oder? Celebi war, glaube ich, das neue Team, was wir noch nicht so häufig gesehen haben. Ja, und bringt einige interessante Pokémon mit, muss man direkt sagen. Also Ferkokel und Kadabra, Shadrago vielleicht noch. Aber was sich auch direkt wieder sehen lässt, ist, dass ein gewisser Vorteil auf jeden Fall da ist. Kadabra greift sozusagen den Second Type an, wenn man so möchte, von Pflanze. Denn Pflanze hat sehr, sehr häufig Gift-Pokémon mit dabei. Pflanze-Gift gibt es eben generell sehr häufig. Und ist natürlich vor allem auch gegen Mega Bisaflor das Mon, was quasi immer mitkommt, sehr, sehr gut. Und auch hier sieht man, Kadabra ist super, super strong. Mit seinem Stab trifft es einfach 3 Pokémon aus diesem Team sehr effektiv mit Kapilskiflor und Bisaflor. Und ja, wenn das dann noch ein paar bisschen Coverage mit dazu haben sollte, also Psychoshock trifft dann auch Florges relativ hart. Eine Ampelleuchte zum Beispiel, wenn er die dabei hat, weil, ne, es geht gegen Pflanze, würde Celebi ziemlich auseinandernehmen. Dann vielleicht noch eine HP Feuer oder so für Tentantel und dann kann Kadabra schon eine riesige, riesige Gefahr werden. Ähnliches gilt für Aranestro, was mit dem Käfer-Stab sehr, sehr viel machen kann. Allerdings muss man auch sagen, dass, sag ich mal, Käfer schon der Typ gegen Pflanze ist, der am besten verkraftbar ist, weil eben so oft Gift-Typen da mit dabei sind oder. Und man sieht es auch hier an den Pokémon, dass nur Celebi sehr effektiv getroffen wird. Das natürlich gleich doppelt, aber ansonsten wird das alles mit der Käfer-Stab ganz normal, ganz gut abgefangen. Da ist zum Beispiel, glaube ich, der Psychotyp insgesamt gefährlicher, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wir sehen dann Shadrago, wie gesagt, könnte dazu da sein, um mit Beulenhelm, Rauhaut bisschen was zu machen, eventuell die Tarnsteine zu legen oder vielleicht geht man auch auf die rohe Gewalt. Wir sehen dann Ferkokel, was natürlich offensichtlich einen Typenvorteil hat, aber das ist relativ cool. Ich bin gespannt, was das machen wird, vielleicht irgendwie so Nitroladung into Flammenblitz oder sowas. Oder einfach Wahlband. Oder vielleicht mit Evolid und irgendwie wirklich Setup fahren. Ich weiß nicht, ob es Schwertanz oder Protzer oder sowas kann. Ich gehe mal davon aus. Dann kann das Ding auch ganz schnell ganz gefährlich werden. Miltank ist dann eine Pflanzenimmunität. Wenn er Miltank mit dabei hat, gehe ich jetzt mal sehr, sehr stark von Vegetarier aus. Von daher kann Blocky hier auch nie wirklich safe für die Pflanzenmoves gehen.
Und ähnliches gilt auch für Katagami, was Pflanze natürlich vierfach resistet. Auch die Giftattacken ganz gut abfangen kann. Und damit kannst du natürlich ein offensiv hochgefährliches Pokémon wie Katagami häufig in den Kampf reinbringen. Und dann zum Beispiel, ich glaube Aeroas oder sowas kann es, kannst damit dann einigermaßen Druck aufbauen. Ansonsten hat Katagami offensiv jetzt nicht den allerbesten Typenvorteil gegen Pflanze. Aber es ist auf jeden Fall eine Gefahr, die Blocky aber auch sehr gut kennen sollte. Denn Katagami hat ja auch bei ihm schon einiges gerissen. Und von daher würde ich sagen, springen wir rein in dieses Kämpfchen und gucken uns an, Blocky oder Yershi, wer wird hier gewinnen? Bei beiden läuft ziemlich gut aktuell. Also Blocky aus den letzten 6 Kämpfen 5 gewonnen und Yershi eben alle in Liga 1 aktuell gewonnen. Von daher, mal schauen. Das ist ein ziemlich offenes Match. Wir sehen auf jeden Fall Big Ganja gegen Kadabra, aka Uri Geller. Und ja, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Uri Geller schon ziemlich gefährlich für Bisaflor ist. Andersrum Bisaflor aber auch sehr gefährlich für Uri Geller ist. Und er geht für Schutzschild erst einmal. Okay, das ist interessant, weil ich mir nicht genau sicher bin, was ihm dieses Schutzschild jetzt gebracht hat. I don't know. Auf jeden Fall scheint es ein Wahlschall Celebi zu sein. Ansonsten wäre Kadabra vermutlich schneller gewesen. Ansonsten würde ich nicht verstehen, warum es drin bleibt. Aber Kadabra, eines der gefährlichsten Pokémon tatsächlich, hätte ich jetzt gesagt, ist dann schon mal direkt weg vom Fenster. Ja, und man kriegt Bisaflor rein. Und gegen Aranestro hätte man sogar drin bleiben können, würde ich sagen. Und hätte sich schon mal megern können. Aber Blocky geht hier raus und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Denn es kommt das Spinnennetz. Und dadurch kann Opa Carsten nicht mehr fliehen. Ich glaube, Opa Carsten, also gehe ich jetzt mal ganz... Überflutung. Okay, I see. Ich ahne, worauf es hinausläuft. Die Strategie habe ich, glaube ich, bei Goofa schon mal gesehen. Dass Goofa irgendwie trapped und damit Überflutung toxinieren kann oder so. Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass das jetzt hier so der Plan to go sein wird. Tentandel legt auf jeden Fall erstmal die Tarnsteine, zeigt uns Schutzschild. Toxin wird logischerweise abgefangen, aber somit kann man eben auch die ganzen Gift-Pokémon, die ganzen Stahl-Pokémon vergiften, weil Überflutung eben dafür sorgt, dass du deine Typen verlierst und einfach nur noch Wassertyp bist. Ja, und dann sieht das relativ gut aus. So, Oberkarsten hat die Egelsamen, misst die aber. Was relativ unlucky sein könnte, nicht super meddern wird, aber unlucky sein könnte auf jeden Fall. Tatsächlich geht Aranestro jetzt raus und Paula kommt rein, um die Edelsamen wegzusnacken wahrscheinlich und schon mal so eine weitere Toxinrunde rauszubekommen. Vielleicht auch, um Paula zu boosten. Ich weiß es nicht. Paula ist die Kuh, die macht auch einfach Mu. Oder so, ne? Yo, ich werde jetzt Rapper. ja, und Obercarsten kriegt jetzt hier erstmal ein bisschen Gift dazu. Und wir sehen die Überreste aber auf Paula. Okay, ich hätte jetzt auf Aranestro erwartet, weil das so ein bisschen sehr gut zur Strategie gepasst hätte. Es kommt aber jetzt erstmal Falschgeld rein. Achso, wegen Blüte. Ah, I see. Das sind heute die guten Namen. Das sind die guten Namen heute. Und wir sehen Fluch. Damit ist Miltank jetzt schon auf +2/+1 in der physischen Verteidigung. Und mit den Überresten auch wieder ziemlich voll. Und damit sollte Florges never ever einen One-Shot irgendwie hinbekommen können. Es wird hier auf Toxin gegangen. Vielleicht die beste Option, aber dieses Miltank ist erstmal scheiße gefährlich. Auf +2... könnte so ein Body Slam schon echt viel Schaden machen. Es kommt aber der Zen-Kopfstoß. Und wenn das der einzige Angriffsmove ist, dann wird Falschgeld dagegen sogar noch sehr, sehr gut ankommen und das 1 vs. 1 vielleicht sogar überleben können. So ein Stab Body Slam, der auch noch die Chance hat zu paran, das wäre, glaube ich, schon deutlich, deutlich schwieriger geworden für das Falschgeldlein, für die Blüte hier zu gewinnen. Allerdings geht Blocky hier gar nicht auf einen Wunschtraum und das finde ich relativ risky. Ist aber auch gleichzeitig irgendwo okay. Oder geht sogar sehr, sehr gut für ihn aus. Denn er bekommt damit Miltank schon mal sehr stark runtergewiggelt, was die KP angeht. Denn die Mondgewalt hat echt gut Schaden gemacht. Und gleichzeitig ging er seinen Kopfstoß daneben. Also es war ein Zug, der sich auf jeden Fall für Blocky ausgezahlt hat. Ob der jetzt so gut war oder nicht. So objektiv betrachtet, sei mal dahingestellt. Weil wäre jetzt ein Zen-Kopfstoß gekommen, weiß ich nicht, ob Florges den zweiten überlebt hätte. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Aber ich habe auch die KP-Anzahlen nicht im Kopf, wie viel der erste seinen Kopfstoß gemacht hat und so weiter und so fort. Und ansonsten, ja, war es jetzt kein Fehler von Blocky, weil Florges ist relativ fit, Miltank ist down, was willst du mehr, ne? So, Origami kommt hier rein. Origami wäre zum Beispiel auch ein Mon gewesen, was du wieder in die Mondgewalt hättest feuern können, aber wird stattdessen jetzt hier safe reingeholt und geht für die Psychoklinge. Und Blocky geht für Schutzschild und guckt sich damit wahrscheinlich schon mal an, okay, auf welche Attacke wird er sich wahlen? Weil irgendwie Wahlbahn, Wahlschal spielt man auf Katagami sehr gerne. Aber
Es kommt direkt der Switch zum Schmalhorn und das passt nicht mit dem Falschgeld. Es überlebt, kriegt eine Mondgewalt raus. Ich denke, Blocky ist jetzt hier safe von einem gechoisten Item ausgegangen. Und ist deswegen drin geblieben, weil er dachte, okay, da kann jetzt eben nur die Psychoklinge kommen und gegen die habe ich kein Problem. Tatsächlich ist es allerdings nicht so. Die Mondgewalt hat aber wirklich richtig, richtig guten Schaden gemacht. Dafür, dass sie resisted ist. Not bad, not bad. Also war es vielleicht schon eine gute Idee, das jetzt hier nicht so safe reinzuholen. Ja, jetzt ist nur die Frage, wird er Florges nochmal aufbewahren? Ja, macht er nochmal. Er zieht es zurück und bringt Jellybee wieder rein. Ja, bisher die Attacken, die eingesetzt wurden, die waren, glaube ich, alle okay für Celebee. Aber jetzt sehen wir den Z-Flug-Move. Okay. Ich glaube, hier hat Yashi auf jeden Fall mit einer Auswechslung gerechnet. Volltrefferquote wird erhöht. Rückenwind? Z-Rückenwind. Und das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht gegen Celebee. Weil Celebee ja das Wahlschall-Pokémon ist. Und jetzt kann er das outspeeden. Aber er hat scheinbar nur Schmalhorn zur Verfügung. Das macht gegen Jellybee aber echt viel Damage. Aber Jellybee hat die HP. Und damit war es das für Origami. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es HP Feuer ist, weil ansonsten hätte es mich dann schon ein bisschen verwundert. Aber ja, damit fällt das dritte Pokémon von Yashi und blockt jetzt, glaube ich, sogar noch alle 6. Sieht relativ gut aus erstmal, würde ich sagen, oder? 6-3 steht es. Ja, aber es gibt dann noch ein Pokémon, was sehr, sehr gefährlich ist mit Aranestro, was du ja so leicht auch nicht down bekommst. Aber mit Egelsamen, wenn man selbst das toxinieren kann und so weiter und so fort. Mal schauen. Ja, die Auswechslung wurde scheinbar predicted oder zumindest stirbt Tentantel hier. Man kann zwar Beulenhelm und Eisenstachelschaden und sowas draufkloppen, aber Tentantel ist damit schon mal erledigt. Ich meine, Feuerschlag war jetzt nicht super krass predicted, ne? Hätte auch easy peasy gegen Celebee gereicht. Deswegen nachvollziehbar. Jetzt kommt Florges rein und das könnte ein guter Moment sein, um sich wieder hochzuheilen, denn Shadrago hätte auf der einen Seite gewalt sein können, dann hätte man das vielleicht überlebt. Möglicherweise. I don't know. Aber es geht hier für die Tarnsteine und man bekommt so tatsächlich nochmal eine Runde Wunschtraum raus. Blocky dachte jetzt aber, es kommt die Auswechslung oder sowas in die Richtung, weil Schutzschild sehr obvious war. Und das war ein Fehler. Denn Yashi bleibt einfach drin, zeigt ihm den Mülltreffer und hat vielleicht schon predicted, okay, die Auswechslung von mir ist jetzt sehr wahrscheinlich. Dass das Ding Mülltreffer kann, hatte ich jetzt auch nicht unbedingt auf dem Schirm. Und das ist natürlich jetzt gar nicht mal so schlecht. Würde ich einfach mal behaupten. Eieieiei. Okay. So, Kapilz kommt rein und schläfert dieses Shadrago ein. Yashi holt momentan wieder auf. 4-3 steht es. Und Punch Room geht für den Schwertanz. Er muss jetzt aber auch ein bisschen Glück haben, weil wenn Shadrago direkt wieder aufwacht und direkt einen Feuerschlag raushauen kann, problematisch. Und ich glaube, Blocky sollte jetzt auch nicht übertreiben und irgendwie nochmal einen Move raushauen. Macht er auch nicht, geht auf Felsgrab. Reicht das schon aus gegen Mizzahn? Ja, reicht aus. War, glaube ich, auch ein offensiveres Set, denn ich denke mal, es war... Ich weiß nicht, ob wir das Item gesehen haben, aber Leben, Orb, Feuerschlag, hohe Gewalt und sowas in die Richtung. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt kommt Babe rein. Ist Babe aktuell schon vom Typ Kampf? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann Kapilz natürlich erstmal eine Runde Pilzspure raushauen. Wäre interessant, wenn das jetzt hier ein Schlafredeset wäre. Das wäre ziemlich crazy gewesen. Das wäre ziemlich crazy gewesen. Aber ist es nicht. Von daher kann man jetzt hier einen Felsgrab hinterherhauen. Und Babe muss jetzt aufwachen. Ansonsten war es das auch mit Babe. Und es wacht auf. Und es kriegt den Feuerschlag raus. Und reicht er aus gegen Punch Room? Ja. Ja, 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 ja. Okay, und das Felsgrab mit Technika und Schwertanz, die Möglichkeit und so weiter, könnte gegen Aranestro noch sehr, sehr wichtig werden. Ich denke mal, dass Verkugel jetzt nicht mehr das Problem wird. Jellybee wird das vermutlich einfach rausnehmen. Aber es kommt sogar nochmal die Auswechslung in Bubbles. Und Bubbles... Bubbles könnte ein Problem sein. Bubbles könnte ein ordentliches Problem sein. So, Psychokinese kommt. Macht 25%. Das ist in Ordnung. Vor allem, weil du eben den Spezialverteidigungsdrop und so weiter auch bekommen kannst. Ist das auf jeden Fall relativ fein. Und ich würde sagen, dass das sogar geht aktuell. Dass das sogar geht, dieses Aranestro hier in den Griff zu bekommen. Es hat Erholung, das habe ich mir schon gedacht jetzt, weil wir ja gesehen haben, dass es keine Überreste hat. Es könnte die Maronenbeere haben, es könnte auch einfach eine 50% Beere haben oder sowas, aber es hat die Maronenbeere und damit ist Aranestro jetzt erstmal wieder komplett fit und Blocky hat noch 3 Pokémon dagegen. Ein sehr, sehr angeschlagenes Celebee, ein Mega Bisaflor und... I don't know. Ich weiß nicht mehr, was das letzte Pokémon ist.
So, Big Gunja's Mudge Bombe macht das auch 25%. Ja. Und hat natürlich die Möglichkeit, die Chance zu vergiften. Ha. Und dann, ja, es könnte funktionieren, aber es wird sehr, 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 sehr schwierig. Also, Bubbles darf jetzt, das hat guten Schaden gemacht. Darf jetzt eigentlich nicht die Vergiftung hinbekommen, ne? Und Überflutung kommt und jetzt kann Gunja halt wieder auf eine Matschbombe gehen und dann würde Bubbles eben schon sterben potenziell, wenn jetzt die Vergiftung kommt und er auf Toxin geht. Wow, das hat viel, viel weniger gemacht gerade. Oder? Das hat viel, viel weniger gemacht, meine ich. Aber egal, Bubbles muss erstmal auf Erholung gehen und jetzt hat es natürlich nicht mehr die Möglichkeit, hier sofort anzugreifen. Das heißt, Big Gunja kann weitermachen mit der Matschbombe erst einmal. So, Matschbombe kommt. Ja, aber krass, das macht jetzt viel, viel weniger. Muss ja die absolute Max-Roll vorhin gewesen sein. Jetzt macht es nicht mal mehr über 25%. Habe ich irgendwas verpasst? Interessant. Ich glaube, jetzt würde ich vielleicht sogar rauswechseln, wenn ich noch irgendwas... Giflor hat er noch, ne? Ich glaube, jetzt wäre ich rausgegangen, weil Bisaflor zu vergiften zu lassen... weiß ich nicht, ob es der Play ist. Wobei, wäre jetzt zum Beispiel irgendwie ein Crit gekommen oder so... Dann wäre es ganz geil gewesen, weil dann hättest du vielleicht killen können. So Crit oder Vergiftung, beziehungsweise Vergiftung nicht, weil Bisaflor schneller ist, was auch noch ein Problem ist, weil es dann meistens eben schläft und gar nicht erst vergiftet werden kann. Jetzt wäre die Vergiftung gekommen und das wäre das Ende, wenn jetzt nicht wieder die Erholung kommen würde. Und man sieht jetzt relativ eindeutig, wie das ausgehen wird. Also Bisaflor wird das 1v1 gegen Aranestro nur dann gewinnen, wenn es, glaube ich, 2 Crits hinbekommt oder dauerhaft die Max-Roll... Plus einen Crit oder sowas in die Richtung. Ja, und im Prinzip muss Aranestro jetzt nichts anderes machen, als schlafen und wenn es aufwacht, wieder schlafen. Und das sieht aktuell nicht danach aus, als würde Bisaflor das Ding irgendwie mit 3 Hits rausnehmen können. Denn das ist ja noch der Unterschied zu vorher. Vorher musste Aranestro ja noch irgendwas machen. Also entweder Bisaflor gefangen nehmen oder ist den Typen ändern oder Toxin oder. Und das muss es jetzt nicht mehr machen. Es muss jetzt wirklich nur noch abwarten, bis der Toxin-Timer alles erledigt. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, was kann Blocky dagegen machen? Mit Bisaflor glaube ich ehrlich gesagt nichts. Ja, da kommt wieder Erholung. Und so wird es jetzt vermutlich eine ganze Weile laufen. Zumindest erstmal zwischen diesen beiden Kandidaten. Ich hoffe erstmal, dass Blocky nicht auf Dings geht. Ich glaube, das Sinnvollste, ich weiß wie gesagt nicht, was da noch in der Hinterhand ist. Ich glaube, das Sinnvollste wäre es, das Ganze, also Bisaflors Tod so zu timen, dass es in dem Moment stirbt, wo Aranestro noch schläft. Aber man schon maximalen Schaden gemacht hat. Oder wo Aranestro sich gerade schlafen gelegt hat. Wenn man das so timen würde, wäre das, glaube ich, perfekt. Weil dann hat man gleich mal ein paar Moves, die man rausfeuern kann. Zum Beispiel mit Celebi. Indem man mit Celebi 2, 3 Psychokinesen rausbekommt und vielleicht den Spezialverteidigungsdrop bekommen kann. Ich glaube, darauf müsste er jetzt gehen. Oder eben das letzte Pokémon. Das weiß ich gerade nicht genau, was es ist. So, er geht nochmal für die Synthese. Und Aranestro wacht jetzt auf und geht für Toxin jetzt nochmal. Okay, scheinbar will Yershi hier nicht so ganz mitmachen. Kann ich verstehen. Aber vielleicht geht er jetzt auf Erholung. Das wäre interessant. Ich glaube, jetzt wäre ich auf Matschbombe gegangen. Um eben zu sterben und ihm vielleicht sogar die Vergiftung reinzudrücken. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit gewesen. Weil ich glaube nicht, dass da jetzt Erholung kommen wird. Nee. Aber Big Gunja dürfte jetzt auch noch nicht sterben, oder? Nee. Ich würde Matschbombe versuchen. Und ich würde auf die 30%ige Vergiftung gehen. Aber Blocky geht nur für Synthese. Er will, glaube ich, gerade noch provozieren, dass da die Erholung kommt. Aber sie kommen nicht. Es kommt nur Toxin. Er kann jetzt natürlich auch die AP so ein bisschen downstallen und so weiter und so fort. Aber ich glaube nicht, dass er das hinbekommt. So, Big Gunja geht jetzt auf die Matschbombe und jetzt muss er hoffen, dass er ein Crit, eine Vergiftung, irgendwas bekommt. Aber nope, er bekommt nichts davon. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich ziemlich schlecht. Und das war's mit Big Gunja. Weil hätte er jetzt eine Vergiftung bekommen, dann wäre Aranestro schon mal auf 50% gewesen und hätte sich auf jeden Fall heilen müssen. So, Gisela kommt rein. Kann Gisela irgendwas machen? Schwierig. Hat sehr, sehr selten... Ja, Toxin ist natürlich nicht der Play. Toxin ist natürlich nicht der Play. Ich glaube, es wäre besser gewesen, hier in Celebi zu gehen und einfach... Keine Ahnung, den stärksten Move rauszuhauen, den es hat. Also quasi die Psychokinese. Wäre vielleicht besser gewesen. I don't know. Oh, das ist traurig.
Stimmt. Es hat jetzt den Gifttyp nicht mehr und dadurch bekommt es durch Giftschleim jetzt konstanten Schaden. Ja, Leute, ich glaube aber, dass sich hier nichts mehr ändern wird daran. An diesem Kampf. Also zumindest nicht. Gisela war für mich nicht der Play. Ich glaube auch nicht, dass Celebi das Ding gewonnen hätte, aber Gisela ist einfach viel zu passiv, um das Ding jetzt hier zu gewinnen. Da bin ich mir sehr, 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 sehr sicher, weil Aranestro geht jetzt halt irgendwann einfach auf Dings. Beziehungsweise hier dann mal den Switch sich zu trauen. Ich weiß nicht, ob Spinnennetz überhaupt schon kam. Falls ja, dann kannst du natürlich nicht switchen. Aber wenn es doch nicht kam, dann hätte ich jetzt, glaube ich, hier mal versucht zu wechseln in Celebi. Und weil jetzt in dem Moment hätte eine Psychokinese gekillt, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob es gerade getrappt ist. Es würde einfach nur Sinn machen, wenn es getrappt wäre. Ja, da kommt der Gigasauger, der macht halt zu wenig. Jetzt wird Bubbles sich sehr, sehr wahrscheinlich wieder mit Erholung hochheilen. Ja, und damit ist im Prinzip auch das Schicksal von Giflor besiegelt. Und, ja. Jetzt wird es nochmal ein bisschen zäh. Ich meine, Celebi wird sehr schnell sterben, das ist klar. Aber zwischen den beiden Kandidaten könnte es jetzt nochmal ein bisschen eklig werden. Ich weiß auch nicht. Gisela, oh, er hätte wechseln können. Er hatte wirklich keinen Grund, nicht zu wechseln. Oh, okay, ich glaube, also, ich glaube, Yashi hat das nicht hundertprozentig safe gespielt hier. Weil Celebi wäre ab einem bestimmten Punkt durchgegangen. Also, eben gerade als Toxin kam, hätte Celebi ja reinkommen können. Also gut, das Ding ist, er hätte dann rausgehen können in Verkugel. Ne, und dann hätte der Toxin in Runde 2 dann getötet. Das schon. Aber, Kriegt der Aranestro vielleicht jetzt noch down? Und der hätte halt auch den Spezialverteidigungsdrop, den bräuchte er jetzt auch nochmal irgendwie. Also noch ist es nicht unmöglich, aber ich glaube nicht, dass er Babels Unfallkugel rausnehmen kann. Ja, sieht schlecht aus. Also ich glaube, es hätte so ein, zwei kleine Möglichkeiten gegeben, wo Blocky hätte einhaken können. Aber er hat sie erstens nicht ganz ergriffen und ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ob das zu einem Erfolg geführt hätte. I don't know. Ja, und ich denke, ab hier ist dann ziemlich klar, wie das Ganze ausgehen wird. Ich breche jetzt hier einfach mal ab an der Stelle. Es wären noch 5 Runden gewesen. Wir können uns ja einmal ganz kurz hier angucken. Blocky hat leider verloren. Ja, und das war ein grundsätzlich interessantes Match. Man muss sagen, Yashi hat sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Pokémon verloren und Blocky war da eigentlich sehr, sehr gut am Drücker. Dann hat Yashi so ein klein wenig aufgeholt und am Ende war es halt Aranestro, was im Grunde das gesamte Team irgendwie gewallt hat. Wie gesagt, ob Blocky da jetzt was besser hätte machen können oder nicht, könnt ihr ja sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Letztendlich war es ein solides Team von Yashi, eine sehr, sehr gute Strategie, die sehr, sehr gut aufgegangen ist, die natürlich sehr zäh war, oder das Match sehr in die Länge gezogen hat, aber es war eine Strategie, die man nicht jeden Tag sieht und die auf jeden Fall aufgegangen ist. Und von daher, Glückwunsch auch an dich, Yashi, zum 4. Orden im 4. Spiel und damit herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Orchideenordens. Damit sind die Hälfte der Orden aus Liga 1 bereits in deinem Besitz und ich bin gespannt, wie es in den nächsten 4 Kämpfen laufen wird, ob da dann eben auch die anderen Orden dazustoßen werden oder ob da vielleicht doch nochmal der ein oder andere Stolperstein auf dich warten wird, denn ich glaube zumindest, Kushas Orden dürftest du ja noch nicht haben und Kusha ist ja immer so ein kleines Problem hin und wieder und auch Mika und Downy fehlen noch, also da kommen schon noch ein paar gefährliche Bürschlein auf ihn zu, auch der Nautikorden und so weiter und so fort. Von daher wird schon noch spannend werden. Wir, Leute, sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich sehr gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter mit den nächsten Kämpfen. Bis dahin und tschüss.